Jo Leute, was grab, ich bin's, euer Enrico Italia und in diesem Video soll es mal um GTA 5 Mythen gehen. Das haben sich auch ein paar Leute gewünscht, aber im Hintergrund seht ihr erstmal eine coole Location, die ich euch auf jeden Fall zeigen muss, weil ich kannte die so noch gar nicht, aber vielleicht kanntet ihr die ja schon. Egal, anyway, im Hintergrund seht ihr diese Location, wo die sich befindet und checkt auf jeden Fall mal IDZocks letztes Video aus. Dazu könnt ihr entweder hier auf das i klicken oder ihr könnt entweder in die Videobeschreibung reingehen, weil dieses Video von IDZock ist auch ein Mythenvideo und es ist so gut geworden. Er hat es auf jeden Fall da richtig verdient, dass man da positive Wertungen gibt oder auch einen guten Kommentar da gibt, weil mir hat das Video so gut gefallen und ich denke, euch gefällt es dann ebenso. Aber in diesem Video geht es auch um Mythen, zwar nicht die gleichen Mythen, aber andere Mythen. Ich hoffe natürlich, das ist für IDZock okay, da gibt es keine Probleme. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall seht ihr schon im Hintergrund diese Location, aber darum soll es an sich gar nicht so gehen. Dort, wo wir gleich hingehen, ist es nicht mehr so schön wie in dieser Röhre und ihr seht auch schon die Location, wo das Ganze beginnt. Wir werden jetzt erstmal hier reinlaufen, ganz normal, und wahrscheinlich kennt ihr auch diese Kanalisation, aber ich werde euch was zeigen, was ihr so vielleicht noch gar nicht kanntet oder bis noch gar nicht wusstet, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Hört einfach mal zu und macht auf jeden Fall das Ganze über Lautsprecher oder Kopfhörer. Dieser Herzschlag, wie ihr auch schon gehört habt, ist nicht immer gleichmäßig. Es kann zum Beispiel sein, dass dieser Herzschlag mal 3 oder 4 Mal nacheinander schlägt. Und das ist auf jeden Fall ziemlich mysteriös für so einen Herzschlag. Ich denke nicht, dass es ein menschliches Herz ist. Ich denke eher, dass es eine Kreatur ist, wie zum Beispiel ein Alien oder ein Monster. Wie ich darauf auch komme, dass es zum Beispiel auch eine Kreatur sein könnte, wie zum Beispiel ein Alien oder auch ein Monster, das werde ich euch jetzt ein bisschen in diesem Video erklären und ich gebe euch noch weitere Anhaltspunkte, warum es in dieser Kanalisation auf jeden Fall sehr gefährlich und auch gruselig ist. Es ist nun mal so, dass dort sehr, sehr komische Dinge vor sich gehen. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn ihr dort nicht alleine hingeht, auf jeden Fall nicht im Online-Modus, denn im Story-Modus könnt ihr ja nicht zusammenspielen. Wenn es geht, dann erkundigt es auf jeden Fall mit euren Freunden aus, denn wie gesagt, dieses Easter Egg wurde noch nicht hundertprozentig entdeckt und ich würde sagen, wir gehen weiter zu den Anhaltspunkten. Zusätzlich zum pulsierenden Herzschlag hören wir jetzt auch noch Schritte im Wasser, die ständig da sind. Und zwar jedes Mal, wenn ich meine Kamera ein bisschen bewege, kommen wieder diese Schritte im Wasser und dazu immer noch dieses pulsierende Herz. Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich mysteriös. Warum das Ganze unter der Kanalisation ist, das weiß ich persönlich nicht. Ich denke halt, wie gesagt, dort sind Kreaturen, Monster, die nicht erkannt werden wollen und deswegen sieht man sie halt nicht. Denn ihr habt ja auch gesehen, ich habe mit der Kamera alles probiert, dass man irgendwie erkennen kann, ob dort irgendwie eine Kreatur ist. Was man aber auf jeden Fall erkennen kann, sind diese Wandmalereien an der Wand. Und ich denke auch, dass diese Wandmalerei dafür spricht, dass hier Leute waren, die zum Beispiel Hilfe brauchen. Hilfe brauchen in dem Fall, da sie einfach befreit werden wollen aus dieser Kanalisation. Aber was denkt ihr dazu? Ist dort wirklich eine Kreatur, die dort ihr Unwesen treibt und andere Menschen verunsichert bzw. auch foltern tut? Oder ist dort vielleicht was ganz anderes, was ich gar nicht vermutet hätte? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ich persönlich finde auch, hier sind so viele Verstecke auch in dieser Kanalisation, dass sich dort wirklich Monster oder auch Kreaturen sehr, sehr gut verstecken können. Ihr seht es ja auch im Hintergrund, dort hat man gute Möglichkeiten, nicht gesichtet zu werden. Und ich kann mir es auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Was auch noch dafür spricht, dass mit diesem Ort was nicht stimmt, sind diese kleinen Ratten. Wenn man sich die mal genauer betrachtet, sieht man deutlich, es sind normale Ratten, nichts Besonderes, nichts Schlimmes und keine irgendwelche Mutationen von diesen Tieren. Ganz normale Ratten. Aber wenn wir jetzt mal diese Ratten töten, und zwar am besten im Wasser, dann werden wir was sehr, sehr Mysteriöses feststellen, was ich auch so noch nie in GTA 5 irgendwie gesichtet oder auch gehört habe. Schaut es euch auf jeden Fall mal an und schreibt dazu dann nochmal eure Meinung dazu in die Kommentare zu diesen Ratten, was da jetzt wirklich sein könnte.
Könnte es vielleicht sein, dass die kleinen Ratten einen großen Anführer haben und deswegen dieser Anführer dann mit seiner Pfote wie auch immer dann aufs Wasser haut, weil er vielleicht dann sauer ist oder ihm das vielleicht wehtut? Könnte es vielleicht sein, dass dann die Herzschläge dann viel, viel intensiver werden, wenn man dann diese Ratten tötet? Wir testen's. Dieser Mythos wird wohl noch lange in GTA 5 sein Unwesen treiben und wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Spieler auch verängstigen, die nicht wissen, was gerade abgeht. Ich persönlich wusste auch nicht, was dort abgeht in der Kanalisation. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass man das Ganze lösen kann durch diese Peyote-Früchte, die man essen kann im Story-Modus und dann zum Beispiel als Ratte irgendwie spawnt. Das ist irgendwie noch das Einzige, was ich mir dort vorstellen könnte, damit man dieses Easter Egg eines Tages noch lösen kann. Schreibt wie gesagt eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon mal sowas in GTA 5 gehört habt oder auch gesehen habt. Und ich würde sagen, gehen wir weiter zum nächsten geheimen Mythos in GTA 5. The Fruit Tree Lies. Kommen wir zum zweiten Mythos von diesem Video und dieser Mythos, finde ich, ist ziemlich cool gemacht von Rockstar Games, nämlich man sieht hier deutlich einen Dinosaurier mit der Schrift The Fruit Tree Lies oder Fruit Tree Lies. Übersetzt heißt das Ganze, der Früchtebaum lügt, und wer ein bisschen von der Religionskunde aufgepasst hat, natürlich christliche Seite, der wird wissen, Adam und Eva haben damals einen Apfel gegessen und sind somit auf die Erde gekommen. Ich hoffe, das war so richtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Epsilon Program sagt, nein, das ist falsch, wir haben eine andere Lösung, eine andere Methode, wie damals Leben entstanden ist auf der Erde, wo die Location sich befindet mit dieser Schrift, das seht ihr im Hintergrund auf der Karte. Und ich denke mal, wir werden jetzt einfach mal zum Früchtebaum hinfahren in GTA 5 und versuchen einfach mal dagegen zu fahren. Wo diese Früchtebäume sind, mehrere auch sind, seht ihr im Hintergrund. Es gibt aber nicht nur einen Platz, wo diese Früchtebäume sind, sondern es gibt zwei Plätze. Und dort ist was sehr, sehr Mysteriöses. Kommen wir aber nun zum Clou von diesem ganzen Mythos, und zwar The Fruit Tree is a Lie. Habt ihr alle gesehen, und ihr habt auch gesehen, dass bei vielen Fruchtbäumen einfach gar nichts passiert, wenn wir mit einem x-beliebigen Fahrzeug dagegen fahren. Bei einem Fruchtbaum bzw. ein paar ausgewählten Fruchtbäumen passiert auch was. Und zwar dort kommen dann auch wirklich Früchte von diesem Baum herunter auf den Boden. Und wenn man jetzt das Ganze mal in Zusammenhang nimmt mit dem Satz The Fruit Tree is a Lie, dann wieder das Ganze in Zusammenhang nimmt mit dem biblischen Satz, dass Adam und Eva dann einfach diesen Apfel gegessen haben, dann finde ich, ist es sozusagen ein kleiner Widerspruch. Wie gesagt, wenn das Ganze so in Zusammenhang steht, finde ich es auf jeden Fall ziemlich cool, dass Rockstar Games dann einfach indirekt sagt, ja, Scientology lügt, denn ihr wisst Bescheid, The Epsilon Program und Scientology ist so eine kleine Anspielung aufeinander. Was auch zum Beispiel sein könnte, ist, dass zum Beispiel dieser Fruchtbaum eine Anspielung auf das Mount Chiliad Mystery ist, zum Beispiel den T01 Tunnel oder auch zum Beispiel den Jetpack. Genau wissen wir nicht, was da jetzt auf jeden Fall zusammenhängt, beziehungsweise was mit was zusammenhängt. Wir wissen einfach nur, dass bei manchen Früchten was herunterkommt, ein paar Früchte herunterkommen, dass bei manchen Bäumen einfach nichts passiert. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob euch sowas auch weiterhin interessiert, ob ihr sowas überhaupt wollt. Wie gesagt, das ist was ganz Neues, was ich eigentlich hochlade, und geht auf jeden Fall nicht in die Kanalisation. Ich bin raus, haut rein. Und falls ihr mal wieder wollt, dass ich mal ein Autovideo mache, lasst mal ein Like da.